Sag einmal, wir können da vier Leute ansteigen. Wo ist denn die Mutti schon wieder? Jetzt hakelt's wieder nichts, die dumme Sau. Ich stich da am Botschner. Alles kann man da selber machen, Alter. Alter, mit was kommst denn du da her? Alter! Das ist zu viel! Oder jetzt ist gleich, jetzt bin ich gleich lagsaufen. Ich hab nicht einmal so viel Sprit im Tank! Hey, kennst du jetzt einmal? Hey, hallo! Ich werde doch nicht fertig! Wie viel kommen denn da noch? Alter, verschenke ich gerade meinen Sprit? Ja, ich weiß, dass der Treibstoff schon langsam gar wird. Was so? Hey! Ich muss Treibstoff bestellen! Mei, ich muss die alte wieder zahlen. Das wird so nix. Das kannst du abreiben. So, 438, wie viel haben wir da drinnen? Ah, 300, sehr gut, Alter, und schnell Sprit und weiß ich nicht, und heute geht's schon, hast du nicht gesehen. Alter, da geht's gerade zu. So, schnell die alte bezahlen, weil sonst da tut sie nichts. Verwaltung, da, Personal, Zahlen und gleich wieder Tankstelle, aber hopp, hopp, weil sonst stiche ich die sowieso gleich ab, Alter. Das geht ja überhaupt nicht da, einfach die Arbeit aussetzen und wieder schauen und reingehauen und gleich bestellen einen Sprit. Du willst auschecken, sehr gute Entscheidung, danke, zur Kasse. Ja. Good job. Great. Bist du deppert, Alter, da geht's zu auf einmal. Das Zimmer vorbereitet, checkt der auch schon aus. Zimmer 3 ist wieder frei. Gleich abhauen. 1, 2, passt. Aufmachen, danke. Wo ist Handtuch? Da, sehr gut. Alles in die Waschmaschine. Vierte Marcel, bis zum nächsten Mal. Philipp, was gehst denn schon wieder? Wir rennen uns da die Tiere ein und du gehst einfach! Alter, wie viele Leute da... Jetzt brauche ich gleich, aber... Ich muss die Waschmaschine wieder aktivieren. So. Die rennen mir da gerade echt alles ein. Ich brauche mehr Bettwäsche. Ich habe doch so viel Bettwäsche auf Res... Ist das jetzt kein... Bettlacken? Alter, wisst ihr, wie schön, das ist kein Bettlacken. Ah! Ich brauche mehr Bettzeug. Das war doch... Was ist das? Blank Bedsheet, das ist doch ein Bettlacken, oder? Oder? Oder ist das ein Decken? Bin ich jetzt deppert? Das heißt ein Lokal, ja klar, die Leute sollen schon wissen, was sie da dürfen. Wisst ihr, ist das jetzt, was ist jetzt der Bettlaken? Blankt oder? Oder das? Was ist jetzt das Bettlaken, bitte Leute? Mein Englisch ist not the yellow from the egg. Shit, was ist ein Bettlaken? Ja, wieso hat das dann nicht genommen? Alter, gehen wir nicht am Arsch, ich komm eh schon. Wieso hat er mir dann das Bettlaken nicht genommen? Ja, er lässt es mir nicht auflegen. Oder muss ich zuerst... Nein. Ah, jetzt geht's ja. Schön dich doch. So, Mistkibbel. Was haben wir noch? Nicht mehr Mist, will. Und da. Weißt? Kern. Weißt du, das muss gleich wieder vermietet werden. Die Kohle kommt nicht von selber. So, der nächste will, glaube ich, auschecken. Haut hin. That'll do. Was willst du? Was hat der jetzt für ein Zimmer gehabt? Zwei, oder? Oder eins? Oder das letzte hinten? Hat der vier gehabt? Der hat vier gehabt. Ach du Scheiße, schaut schon wieder aus. Ah, Leute. Könnt ihr nicht einmal da ein bisschen Sauberkeit halten? Mehr nicht? Ist das alles? Da liegt ein Scheiß Karotten im Bett, Alter.
Ich hab's gewusst, dass die kranke Spiele in meine Zimmer machen. Aber dass er, weißt du, dass er ihrer ein Mörchen, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So, dann da gleich 1, 2, 3, 4 und das Handtuch natürlich, weißt du. Ich brauche eine zweite Waschmaschine, auf jeden Fall. Ich habe viel zu viel Wäsche und viel zu wenig Waschmaschinen. Schnauze! Bananenkarotten schon verdächtig, oh ja. So, das da, jetzt, ein Bett kann ich jetzt nicht fertig machen, das ist natürlich ein bisschen lästiger, was soll ich machen. So, Geduld, ja, komm schon, was suchst du denn? Ich hoffe ein Bettzimmer. Ein Bett passt, ist Dreier, ja? Ach so, ja, warte. Ich muss noch schnell... Klopapier, meine Güte, Entschuldigung. Wenn du ein Scheiß Klopapier holen kannst, das ich noch nicht geben, das ist sowieso genial. So, thanks. Danke. Nächster. Ah ja, das kannst du wirklich verkaufen. Cool, das muss man auch mal wissen. Danke, dass du es gesagt hast. So, der geht da rein, das Viererzimmer braucht noch einmal ein Bettlaken und so. Wir müssen es nachbestellen einmal. Wie lange ist unsere Verkäuferin noch bis da zum Zahlen? Das ist auch einmal gleich, weil sonst da haben wir das auch wieder. Verwaltung, Personal. So, dann haben wir das auch gleich erledigt. Dann brauche ich mir da auch nicht Angst machen. Aber Alter, die Kundenfrequenz ist pervers, das muss man sagen. Also die Leute kommen auf jeden Fall en masse einkaufen. Schaut euch das an. Mal schauen, dass wir da nicht die Regale leer werden. Passt eh, ne? Wenn es läuft, dann läuft's. Was will man sich beschweren? So, danke und danke. Und wir brauchen schon wieder Sprit. Es ist die ganze Zeit, muss ich irgendwas. Was tue ich hin? Ja, jetzt will ich einschalten. Ja, so viele Zimmern habe ich gar nicht, aber ja. Sprit kaufen, dann muss ich noch das Bettlaken und so rein. Da. Ja, wartet kurz. So, wie schauen wir da jetzt aus? Lieferung, Tankstelle, Sprit. So, danke. Und wir brauchen Bettlaken. So, jetzt kann ich nämlich das zweite Zimmer auch gleich ausgeben. Komm schon! Ist der jetzt wieder gegangen? Nein. Ah, der will auschecken? Okay. Thanks. Du willst einchecken. Ein Zimmer. Warte ganz kurz. Der ist jetzt vor Zimmer 1, gell? Genau. Ich sag's euch, die Leute machen immer einen Mist. Das schaffe ich in den 3 Minuten. Das schaffe ich, dass ich das in den 3 Minuten hergerichtet kriege. Weil ich werde nicht das teure 2-Bettzimmer einer einzelnen Person geben. Ganz kurz warten, gleich. Danke. Du geile Butterblume, du Schöne! So, einmal. Ja, die Klopapierrollen hängt da dran, falls der nächste fragt. Hängt das echt so blöd? Ja. So, sonst irgendwo noch ein Müll? Nee, passt das sauber. Okay, passt, können wir gehen. Jawohl, 500. Oha, jetzt können wir bald das nächste Zimmer nehmen, Leidels. Es geht bergauf. Ich glaube, das werden wir jetzt gleich mal kaufen, oder? Was sagt ihr? Zimmer. So, dann gehen wir es gleich einmal, bevor wir im Parkplatz dazu kaufen, weil das aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Gehen wir es gleich einmal Böden legen und so. Einmal, zweimal. Dreimal, viermal, fünfmal. Wisst ihr, dass das einmal fertig wird? Weißt mal was? Leute, für alle, die was jetzt neigt zuschauen, ihr habt es gesehen, ich habe diesen Raum gerade bauen lassen. Und jetzt schaut einmal, wie der ausschaut. Muss ich noch was sagen? Der ist frisch gebaut und schaut aus wie Hiegspin. Kunde beim Motel. Achso, ich habe ja noch zwei Bettzimmer. Der wird jetzt aber allein nicht kommen wahrscheinlich. Was? Nein, ich hab, also. Eine Person, 72 Stunden. Ja, gut.
drauf, da. Wenn sie es zahlt, wieso nicht? Passt. Jetzt kann ich den ganzen Müll da rausnehmen. Was machen wir da jetzt? Wieder ein Bett oder zwei Bett? Das ist halt echt schwierig zu sagen. Weil im Endeffekt ist es ja scheißegal. Wisst ihr, was ich meine? Ob es jetzt ein Bett oder zwei Bett ist, du kannst das an einzelne Personen ja vermieten. Eigentlich muss man ja wieder zwei Bett machen, ne? Wieso stehen die Container immer irgendwo, was? Da drüben steht keiner. Ja, aber du siehst ja, du kannst ja ein Arbeitszimmer, also du kannst ja, was tue ich da? Du kannst ja ein Zweibettzimmer auch einen einzelnen geben, währenddessen du aber ein Zweibettzimmer, also wenn zwei Leute kommen, kannst du nicht ein Arbeitszimmer hergeben. Das waren hundertprozentig Facharbeiter, ja? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich sag auch, intelligenter war wahrscheinlich jetzt da rein, nur vom Nutzen her zwei Bett zu machen. Die meisten kommen zwar wegen Einzelzimmern, aber du kannst eben auch Doppelzimmer einzelne und doppelte Personen geben. Währenddessen du immer ein Bettzimmer nicht zwei Leute geben kannst. Deswegen sage ich ja, gescheiter ist wahrscheinlich, wir nehmen, machen wirklich wieder zwei Bett raus. Aber jetzt sparen wir wieder ein bisschen Kohle. Der Bounder Test, weil du zahlst $500, ich meine, das ist eh nichts eigentlich, aber trotzdem, damit sie da eine versiffte, overkommene Drecksbude hinstellen. So, dann gehen wir nochmal slippen, dann schauen wir, was die Leute verdient haben und dann gehen wir mal, fangen wir mal an zum Bestellen, oder? Also, zuerst müssen wir fertig arbeiten. Also, die Arbeit geht da nicht aus in dem Spiel. Trottel, die Leute kommen nach der Reihe. Mich wundert, dass ich noch Sprit habe. Sehr fein, passt, so. Wir rahmen nochmal die Waschmaschine aus. Den Fehler habe ich mir jetzt einmal gemerkt. Wenn wir die immer, 16, wir haben ja schon fast keine Sachen sonst mehr. Ich meine, ich hätte gern ein Regal, ich weiß nicht, ob ich das in normale Regale einrahmen kann. So, dann gehen wir jetzt einmal renovieren. Aber zuerst die Kohle auch hin, ganz wichtig, die Kohle. Wie viel Sprit haben wir noch? 65 Liter. Muss ich auch bald einmal... Muss ich auch wieder nachbestellen. Die war da drin, muss man schauen, dass der nicht ausgeht. Alter, heute gibt es aber richtig Knädel. Aber ich muss einmal ein bisschen Sprit nachbestellen. Also es läuft auf jeden Fall, es läuft. So, jetzt gehen wir da gleich mal auslegen. Haben wir da die alte Fliesenbockung? Ja, sieh mal, die brauchen wir gleich mal auf. Das Boot hätte ich gesagt, streichen wir... Orange, warum auch immer, ich meine, ist jetzt nicht unbedingt die gängigste Farbe, aber ich muss einmal, ich habe am Anfang sinnlos viel Farben gekauft, weil ich gemeint habe, ich bin jetzt witzig und mache alles bunt, im Nachhinein nicht unbedingt die intelligenteste Idee gewesen, aber bevor ich jetzt neue Farbe kaufe, werde ich einmal logischerweise die aufbrauchen, die was ich sowieso habe, ne? Weil war ja dumm, wenn ich jetzt die ganze Farbe, die was eh schon im Lager steht, gezahlt habe und nicht benutze, aber neue Farbe nachkaufe. Das zahlt sich nicht gerade aus, deswegen brauchen wir mal das alles auf, was wir haben, und dann können wir nachbestellen. Jetzt kommt grün für den Rest da. Hey, muss schon was gleich schauen, auch. So ist es nicht, gell? Also hätte ich auch gesagt. Wenn wir ja Freude haben mit dem Ganzen. Und dann gehen wir das einrichten, Alter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da gehört noch ein bisschen Kohle verdient, weil das wird ein Luxuszimmer sondergleichen. Passt. Das hätten wir mal gemacht. Alles, was wir weghauen können, haben wir jetzt weg. Oh, es läuft, es läuft, es läuft. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Passt. Da läuft es auch. Wie am Schnürchen läuft es tatsächlich. Muss man jetzt echt einmal so sagen. Freut mich. Was brauche ich? Rote Rosen. Was brauche ich? Roten Mohn. Hollari, hollari, hollaro. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Oh, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Da, ein wunderschönen Stegel verschiedene Wassermelange. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mohn? Da gibt's, ich meine, das Lied ist echt kult, gell? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. So, und jetzt gehen wir das Zimmer mal
Aussteig. Oh. That'll do. Habt's fertig geschnackselt, ihr Kiveranten da? Das freut mich aber für euch. So. Passt. Zimmer 2 noch fertig machen. Meine Güte. Was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich roten Mond? Jetzt hast du einen scheiß Ohrwurm in mein scheiß Ohr, was Schleine braucht, Alter. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hole ich meinen Kaktus und der Kiewerer macht einen Saustell und der sticht, sticht, sticht. Oh, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen. Fuck, es hört nicht mehr auf. Und da, bam, bam. Ja, gehen wir schnell auftauchen. Damit die nächsten ins Zimmer können, ganz wichtig. Und dann gehen wir gleich Zimmer Nummer 5 vorbereiten. Also die Außenfassade habe ich auch noch nicht gemacht, ich Trottel. So, Klopapier. Ganz wichtig. Beim Sch*** brauchst du Papier. Zweite Waschmaschine. Ja, ich weiß, wäre auch notwendig. Aber zuerst will ich das nächste Zimmer frei haben. Geringer Kraftstoff schon wieder. Kassieren und ich weiß ja auch nicht, ich muss meine Verkäufer dann auch wieder zahlen, sonst hakeln sie wieder nichts. Mal gucken, wie lange das die noch haben. Weil, sonst zahle ich die einmal gleich aus. So, Lieferung, Tankstelle, da bestellen. Wie schaut's aus? Verwaltung, Personal. Ja, zahlen, zahlen. Ja, wenn da jetzt ein gescheiter Zimmer mietet, dann geht's ja wieder. Ja. Passt. Waschmaschine rennt, machen wir weiter. Was Geschäft? Minus. Ich hau da die Zähne aus, du dumme Sau. Was ist ein Minusgeschäft, Alter? Was willst du denn? Wir sind schon gleich 4 Sterne, Leute. We get the Motel Hotel. Was willst du haben? 96 Stunden. Ist zwar 2-Bettzimmer, aber ist egal, weil die 96 Stunden bringen ordentlich Kohle. Deswegen hier Zimmerschlüssel, schaut sich das an, 500. Zahlung annehmen. Ja, gern geschehen. Jetzt gehen wir bestellen. So, Lieferung. Das nächste Zimmer wird auch wieder Bombe. Betten, natürlich. Nehmen wir das. Bettlaken waren halt auch wieder mal nicht schlecht, gell? Decken auch nicht. Kissen. Türen. Einmal eine schöne Eingangstür. Das ist eh alles gleich. Ich will es relativ gleichmäßig gestalten. Der schaut auch gut aus. Badewanne. Waschbecken. Die bringen noch mehr, gell? Für Doppelbettzimmer. Handtücher haben wir genug. WC, natürlich. Toilettenpapier haben wir auch noch. Heizgerät, da ist er. Vorhänge, es geht ja nur um den Wohlfühlfaktor. Sitzflächen, so. Dann nehmen wir jetzt da A. So eine elegante Couch und dazu noch einen eleganten Sessel. Ein Schreibtischsessel, weil wir geben ihr ja einen Schreibtisch dazu. Raumleuchten können wir eigentlich auch einmal machen, wenn es um nichts geht. Da schaut euch das an. Warum nicht? Tische. Da brauchen wir jetzt einmal eins für den Fernseher, hätte ich gesagt. Da so einen. Arbeitsplätze. Schränke, ganz wichtig. Schubladen. Da können wir nämlich die Küchenkasteln aufstellen. Die Küchensachen. Elektronik, jetzt kommt's. Klimagerät. Müssen wir das dazu nehmen? Echt? Ja, dann nehmen wir es halt dazu, drauf geschissen. Muss ich zwei montieren wahrscheinlich. Eine luxuriöse Kaffeemaschine, eine gute Mikrowelle. Ein Toaster. Einen gescheiten Fernseher. Teppich, warum nicht? Ein Vorleger. Halterungen brauchen wir auch.
Badheizer ist halt auch nicht blöd, gell, wenn wir nehmen. Bringt auch Kohle. Der ist auch gut. Ein Bücherregal könnte man auch dazu nehmen. Brauchen wir aber nicht. Eine coole Uhr. Ein Spiegel. Ein Nachttischschrankel war auch nicht schlecht, gell? Ah, das passt also. Ah, Steckdosen machen wir auch noch. Wo waren die noch schnell? Auslagendekoration. Eine Dekoration konnte man eigentlich auch dazu nehmen, aber das ist halt auch, ja, das brauchst du nicht. Baumaterial, wo waren die? Da Computer, aber der bringt nur mit da Steckdosen. So. Und da haben wir die Waschmaschinen, aber die kosten halt ordentlich, 16. Jetzt habe ich es nochmal hingekriegt, jetzt muss ich nämlich auch schauen, dass ich das alles zahlen kann. Wie schauen wir da aus? 90 passt und da 90, sehr gut. Ja, wir können die Lieferung eigentlich schon entgegennehmen und 18, das ist jetzt nicht so viel gewesen, aber ja. Wir können die Lieferung entgegennehmen, Leute. Wir können unser Zimmer jetzt schon fertig gestalten, sehr schön. So, jetzt brauchen wir das nur noch. Lieferung, da, Warenkorb, dann brauchen wir natürlich den großen. Der natürlich sogar, der ist ein bisschen zu voll. Ist nicht so gut. Ja, aber was ist hier weg? Ich brauche das alles. Der ist aber ein bisschen zu viel. Irgendwas muss ich weg da. Ich will nichts weg da. Ich kann kein größeres Fahrzeug bestellen, Zephyr-Sakra hinten würde ich eh. Wo soll ich, der Toaster, macht es der aus? Nein, der macht es nicht aus. Ma, gehen wir am Arsch, Alter, muss ich nochmal nachbestellen oder was, das geht mir jetzt aber am Zuz. Also, müssen wir gleich wieder Produkt einkaufen, nur dass wir es einmal drinnen haben, einmal Schrank wieder, so ein Eckschrank dazu. Dann haben wir gesagt, dann habe ich glaube ich einen Teppich, weg da, den da. Aber dann nehmen wir gleich einfach noch einen zweiten dazu, weil es cool passt, so der da. Und was habe ich noch weg da? Genau, Laken und so, Bettlaken und Decken. Ein Produkt kann nicht in das Fahrzeug, also... In Kosten kannst du wieder nur über einen LKW bestellen, gut zu wissen, danke für gar nichts. Aber ist ja egal, Hauptsache es läuft jetzt dann. Jetzt gehen wir da pennen, geil, dann ist der LKW da, dann können wir das Zimmer einrichten, es läuft. Mistkübel kaufen. Ja, mir sind die einmal, Chris, hast du vollkommen recht. Genau, der Toaster für dann aus der Aufhaus. Danke. Bringt was, einen Mülleimer ins Zimmer zu stellen? Das war's, wissen wir noch nicht. Das können wir nur probieren. Passt schon aus. Ich hab wahrscheinlich bald keinen Sprit da nehmen. Sicher. So! Gehen wir mal einrichten, unsere schöne Wohnung. Bevor wir... So. Ich schätze mal, das Klimagerät braucht es dann auch separaten Strom. Wir werden sehen. Also es wasch, also. Na, das braucht keinen separaten Strom, aber es wird wahrscheinlich benötigt, ja. So, doppeltes Waschbecken, weil wir verwöhnen ja unsere Leute. Perfekt. Ja, weiter geht's. Zipft mir bis da, die Wegstrecken zipft mir ein bisschen an. Der steht da ganz hinten und ich muss da ganz um mich. Hey, der Teppich war sogar drin. Okay, gut zu wissen, brauche ich da auch nicht mehr kaufen. Der kommt wieder da her bei der Bootwand. Kannst du nicht den Rollwagen nehmen? Du kriegst auf den kleinen Rollwagen einen Scheiß. Kriegt mehr auf, als wenn ich das gleiche 5 so nehme. Alter, die kaufen uns arm. Ach so, die Grau unten sind für kleine Sachen, oben für große. Das musst du halt auch mal wissen, Alter. Good job. Ja, danke. Alter, schau, wie es da ausschaut. Wie viel Geld hat? 271. Ich muss alles noch. Sprit geht uns auch, Alter, da geht's zu. Andi, danke für 1500 Bit, ist Level 10 bei 42%, Alter. Kuss, Leute. So, Lieferung. Also, wir bräuchten auch solche Sachen wieder tatsächlich. Ja, wir haben viel zu viel. Was kosten da so viel? War ziemlich schön. Okay, nein, wir müssen das da ein bisschen noch abwarten, bevor wir dort nachkaufen. Ja, aber wir brauchen halt so. Ja, ist drauf, Alter, was ist denn da los? Da, Alkohol ist echt teuer. Toaster. Wo ist der Toaster? Ein Kühlschrank haben wir auch noch nicht. So, und jetzt können wir noch Produkte, Baumaterialien, Dekoration, Auslagen, Ausstattung. Ich wollte noch einen Kosten, na, wo ist denn der?
Schränke, da, den wollte ich noch haben. Aber da ist er dabei. Warenkorb, ja, ich wollte eigentlich auch nicht erben, sondern ich will einen LKW. Genau. Der ist erst zu 19% früher, aber es hilft nichts. Passt, dann ist der gleich da, dann können wir mal ein bisschen wieder ins Geschäft rein investieren. Geringer Treibstoff, ich Trottel, hab keinen Treibstoff gekauft, bin ich dumm. Auf der ISO hab ich es wieder komplett vergessen. Die gingen erst bei 50 Liter, ich muss schauen, dass ich wieder Geld reinkriege. Ja, warte mal, ich muss Kohle kassieren, damit ich den Treibstoff kaufen kann. So, passt, super. Da war noch was drinnen, jawohl. Okay, Treibstoff kommt wieder. Wie es da zugeht, ist echt abartig. So, Beschlieferung, Tankstelle, schwupp und bestellen. So, der kann eigentlich genau dazu. Ja, perfekt, Alter, was willst du denn mehr? Jetzt ist das Zimmer aber mehr wie top ausgestattet. Das schaut echt gut aus, da könnt ihr sagen, was willst. Also das haben wir jetzt echt gut gestaltet. So, der Booster kommt auch da her. Also mehr wie für das Zimmer geht halt auch einfach nicht mehr, weil dann geht da der Platz aus. Und das Zimmer ist ab jetzt mietfrei. Jetzt brauchen wir nur noch einen Parkplatz kaufen und dann können die Leute mit, ich muss schnell in den Lohn einrahmen. Also dass da jetzt so viele Leute kommen zum Einkaufen, mit denen habe ich nicht gerechnet. Aber die kaufen, ich muss auf jeden Fall wieder was nachkaufen. Mehr. Ich muss mich mehr ums Geschäft kümmern, aber jetzt war einmal wichtig, dass das nächste Zimmer fertig wird. So, kassieren, sehr gut, danke. Wie schaut es da aus? Perfekto. Und da, jawohl. Jetzt können wir einen Parkplatz kaufen fürs nächste Zimmer, Alter, und dann können wir uns wieder aufs nächste spezialisieren. Also es läuft immer flüssiger und besser. So, Upgrade, einen Modellparkplatz, upgraden. So, passt. Und gleich Benzin kaufen. Und dann müssen wir eigentlich auch mal wieder die Leute auskaufen. Ah, da kommt schon wer fürs neue Zimmer. Na, da bin ich ja begeistert. Ich hoffe gleich richtig Knädel mit ihm zu machen. 3 Stunden, ich war im Zimmer. Also der kommt nicht. Der ist fertig, okay. Apropos fertig, ist die Waschmaschine fertig? Es wartet wer im Hotel. Ich hab's gerade gesehen. Ein Bettzimmer, warte. Jawohl, da kann ich rein. Weil es Dreier ist. Ist es Dreier Einzelzimmer oder 2-Bettzimmer? Sonst gebe ich ihr das Dreier. Ich glaube, das ist ein Einzelzimmer, gell? Ja, nein, ich gebe ihr das Dreier. Wartet. Das müssen wir nur ganz kurz vorbereiten. Das dauert nicht lang. Einmal Schisspapier und dann kann sie schon drinnen schlafen. 1 Minute 3. Jetzt geht sie locker aus. Ah, Schisspapier da. Und dann geht's schon. Dann kann sie schon dort wieder schlafen. So, ja, du kriegst jetzt da das Zimmer Nummer 3. Amazing. Perfekt. Jetzt muss ich aber eh meine Angestellten wieder mal auszahlen, dass die da bleiben. Du kriegst gleich das nächste Zimmer. Was willst du überhaupt? Eine Person, 36 Stunden. Tut mir leid, ist kein Zimmer frei. Ja, Wirli, verpiss dich. Es hilft mir nichts, Alter. Ich hab da ein wunderschönes 2-Bettzimmer, Alter. Und ich werde es nicht dir für 36 Stunden geben. Und weniger verlangen. Mitarbeiter hat aufgehört zum Arbeiten. Ich hab's gewusst, dass es passieren wird, aber... Das klären wir gleich. Sobald... Schnell Mitarbeiter zahlen, weil sonst da laufen wir die Leute wieder an. Ich muss da schon wieder ins Bett. Ja, ich komme schon. Ich zahle gerade die Mitarbeiterin. Personal, war eh klar, dass sie es ist. Zahlen und Tankstelle und hopp hopp, weil sonst kriegst du gleich einen Tritt in die Eier. Schnell die Kohle auch gleich zusammensammeln. Weil wir müssen die Verkäuferin auch am besten gleich zahlen. Und gleich schauen, dass wieder Sprit in die Kanister ist. So, 75 und da 87 und da holen wir uns auch ein bisschen was. 50 passt. Jetzt zahlen wir gleich die zweite, holen noch einen Sprit gleich rein, damit da eine Ruhe ist. Also es geht eh dahin. Momentan bin ich mit den 2 Personen mehr wie zufrieden. Und... Jetzt ein neues Zimmer vermieten, wenn wer kam hat, weil dann können die liegen gehen und dann gehen da Geld einer zum Saufudern. Wisst ihr, was ich meine? Aber, weil dann können wir mal wieder Ware bestellen, das Geschäft ein bisschen ausbauen. Man muss ja überall seine Hände im Spiel halten und schauen, dass es weitergeht.
Aber dafür müssten Leute kommen. Ich geh heute mal schlafen, ist ja wurscht. Bis wer kommt. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.